pur bei SWF in Rheinland-Pfalz. 16.43 Uhr ist es inzwischen und noch was Wichtiges für alle unterwegs. Vorsicht auf der A6 Mannheim-Heilbronn. Zwischen Kreuz Walldorf und Wiesloch-Raunberg sind Personen auf der Fahrbahn. Was trinken Sie denn heute Abend? Ein gutes Tröpfchen, um sich auf das Wochenende einzustimmen? Dann nehmen Sie bitte keinen Roten aus Italien und bitte auch keinen Weißwein aus Frankreich. Nehmen Sie einen Deutschen, einen Rheinland-Pfälzer, denn aus unserem Land kommen ganz edle Tröpfchen. Den Beweis hat uns jetzt die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft geliefert. Sie hat den Winzer des Jahres gekürt und der kommt aus Rheinhessen. Es ist das Weingut Ernst Bretz aus dem rheinhessischen Bechtolzheim. Unter 5000 Weinen hat der Wein aus Bechtolzheim am besten abgeschnitten. SR4-Reporter Sebastian Krohm war heute Morgen in Bechtolzheim und hat den neuen Starwinzer getroffen. Horst Bretz ist noch immer mächtig stolz. Gestern Abend ist er zusammen mit seinem Bruder Harald zum Winzer des Jahres gekürt worden. Eine Auszeichnung, mit der weder er noch sein Bruder gerechnet haben. Wir sind ganz glücklich und fühlen uns total geehrt. Wir wissen gar nicht, wie uns geschieht, weil wir haben schon mit einem guten Platz gerechnet, aber dass wir den ersten Platz machen dieses Jahr, das hat uns doch ein bisschen überrascht. Also sind wir ganz froh und überaus glücklich, ja. Und auch die Bechtolzheimer, die heute Morgen in dem kleinen Ort unterwegs waren, freuen sich mit der bekannten Winzerfamilie. Familie Bretz habe diese Auszeichnung absolut verdient. Super, super. Was die beiden Männer leisten, ist sagenhaft. Und die haben so tolle Weine. Alle Jahre wieder, kann man sagen. Also das ist bei denen schon Standard fast. Denn die Liste der Auszeichnungen ist lang. Das Weingut von Horst und Harald Bretz hat in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Preise abgeräumt. Zuletzt den Staatsehrenpreis des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums. Aber die Auszeichnung von gestern Abend, so Horst Bretz, setze dem Ganzen noch die Krone auf. Bester Winzer DLG Deutschlands ist schon eine ganz besondere Auszeichnung, ist der Bundesehrenpreis in Gold. Der Bundesehrenpreis in Bronze, den hatten wir schon mal gekriegt vor 3 Jahren und das ist jetzt nochmal eine Steigerung. Das ist einfach das ganze Gesamtergebnis des Betriebes, wird da bewertet und sind wir ganz froh dafür. Die Jury lobte dabei die hohe Qualität aller Weine. Das freut Horst Bretz, denn hinter der hohen Qualität steckt auch jede Menge Arbeit. Die Qualität fängt schon im Weinberg an. Da muss man sehr akribisch und genau arbeiten, darf keine Termine verschwitzen, keine Fäulnis in den Trauben bekommen. Muss zum richtigen Zeitpunkt die richtige Arbeit machen und das versuchen wir eigentlich das ganze Jahr über zu machen. Und das Ergebnis ernten wir dann im Herbst in der Traubenernte, in der Lese. Und das Ergebnis war zuletzt scheinbar besonders gut. Aus diesem Grund möchte Horst Bretz auch in Zukunft gar nicht viel verändern, sondern einfach so weitermachen wie bisher. Wir sind ja jetzt die 9. Generation schon. Und wir werden das so versuchen weiterzumachen und wenn wir da eine Bestätigung kriegen am Jahresende, freuen wir uns umso mehr. Horst Bretz aus Bechtolzheim in Rheinhessen. Er und sein Bruder sind die Winzer des Jahres. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hat sie dazu gekürt. Und wenn es so lange um Wein geht, läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Ich freue mich schon jetzt auf ein gutes Glas Wein am Abend. Aber jetzt ist noch Kaffeezeit. SWF in Rheinland-Pfalz hören Sie um 16.46 Uhr. Und das hier sind die Schweizer für Sie.